Es kann weitergehen. Ich stehe ja kurz hier vor der Kneipe oder beziehungsweise vom nächsten Haus. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Und wir wissen, was da drin zur Sache ist. In der Kneipe hier. Ups. Was? Sanasha, ich, Trollblack, Eindringlinge! Nein, Sanasha, denk daran, was beim letzten Mal passiert ist. Unser Meister prüft uns. Eine Prüfung? Schon wieder? Ja, ihr wisst, dass seine Grausamkeit keine Grenzen kennt. Gerade gestern hat er erst mit 3 Zehennägeln ausgerissen, weil ich ihn einen Zauber falsch ausgesprochen habe. Ja, ich erinnere mich nun. Ihr könnt recht haben, vielleicht sollten wir sie fragen. Nein, der Meister würde uns die Haut abziehen und darauf seinen merkwürdigen kleinen Tanz vorführen, wenn wir die Prüfung nicht bestehen. Los jetzt, lasst uns angreifen! In Ordnung, elende Eindringlinge, wir werden euch für unseren Meister aufhalten. Ja, wir werden euch aufhalten. Okay, es gibt einen Kampf. Zu euren Diensten. Die Dienerin der Natur ist bereit. Boah, ja, super, ey. Jetzt geht's hier, wird hier schon wieder gefightet, ey. Ich glaub's ja gar nicht, ey. Ja, ich liebe es, wenn gekämpft wird, ey. Vor allem, wenn ich auch so voll darauf vorbereitet bin, hier jetzt zu kämpfen, echt. Ja, dann mache ich erstmal das. Jeder Hamster hat mal seinen großen Tag. Beeinflussungsring. Bewaffnet. Billiger Goblin. Stürz dich in mein Schwert, böses. Was hast du? Du, hast doch, du kannst doch Stille zaubern. Der Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Dann auf euren Befehl hin werde ich vorrücken. Was kannst du machen? Ach, hau einfach. Mit Höchstgeschwindigkeit, hau drauf. Kamerad. Ja, Minsk Großart. Soll auch hau drauf spielen. Ja, bitte. Ja, bitte. Mit ja, dem Minsk hau drauf. Zu nötig heißt gut und lang zu leben. Und was mache ich mit dir? Achso, mit dir wollte ich ja das machen. Genau, okay. So. So, jetzt können sie nichts mehr zaubern. Ja, hier, da macht koordinierte Verteidigung. So, Minsk haut drauf. Größeres Unbehagen habe ich gezaubert. Bereit und befähigt. Ja, die scheiß billigen Goblins, die können eh nix, ey. Nun denn, vorwärts. Die können eh nix, ey. Yep. Was kannst du? Du kannst den Goblin hier dauert mal umhauen. Nur ein Sekündchen. Ich warte auf euren Befehl. So, dann machen wir hier. Das da noch. Hoho. Oha, Treffer versenkt, ey. Galle? Bin schon dabei. Zeigt die Richtung für Ruhm und Ehre. Geht das jetzt? Kann ich die überhaupt angreifen? Goblin stirbt. Ja? Muss ich wahrscheinlich Magiebannen machen oder so irgendwie, weil die unsichtbar sind. Ja, ach, ich mache einfach magisches Geschoss. Das ist immer ganz gut. Das ist immer der beste Zauber, der einfachste Zauber, der ich eigentlich höre klappt. Euch bestens. Ja, was könnte ich denn sonst noch machen? Sägen und oder was? Alles uninteressant, uninteressant, uninteressant. Du klopfst einfach weiter wird drauf. Mir den Weg weisen. Sagt mir nur, was ich tun soll. Ja, du kannst auch weiter kloppen. Du Aufgabe, kannst den Goblin jetzt komme. Umhauen hier. Ja? Ja, hier, da, du kannst mal unsichtbar. Unsichtbar das entfernen, unsichtbar, ja, irgendwie unsichtbar scheint der zu sein oder irgendwie geschützt, irgendwie einen Schutzzauber hat er gemacht. Lalalala. Ja, mach mal hier mal, ich komm hier, Unsichtbarkeit auslöschen, ja, komm, mach mal, Zauber weiter. Ja, ich treff die irgendwie nicht. Pam, der eine ich ist schon platt. Bereit. So. Ich bin okay, unter die ich habe ihn schon umgeholt. Ja, super, geil. Oh, fett. Fetter Loot hier. Ja, was jetzt? Boah. Zu euren Dienst, so soll es geschehen. So, hau ihn um. Gut dazu. Okay. Jetzt hat Zaubersprüche. Ah, Zaubersprüche. Nice. Klopfen, klopfen. Klopf, klopf. Wem gebe ich denn die Zaubersprüche? Die muss ich ja meinem Magier geben. Lalalala, ja, oder Minz geben. Denn ich habe im Moment keinen Platz für Zaubersprüche. Dann gebe ich die Minz, weil Minz wird eh noch. Ups, okay, meinen Vertrauten kann ich nicht ablegen. Den kann braucht ich leider nicht ablegen. Aber klar doch. Das sollte nicht so, dann hauen wir den jetzt auch noch schnell um hier.
Haut ihn um, jawoll, jawoll, ja, 2500 XP, einfacher Kampf hier. So, zack, hey, noch mehr Zaubersprüche. Noch so ein billiger Trank, hey. Feuerball, ey, alles billig Zaubersprüche. Aber der Stab ist nicht schlecht. Stab der magischen Geschosse dürfte das sein. Kann sie noch nicht mal identifizieren. Oh, die ist noch nicht so gut, hey. Ja, die Zaubersprüche gebe ich alle mal in Minsk. Der soll die mal sammeln. Stab, okay, den kann ich meinem Magier geben. Bereit und befähigt. So, das war der Kampf. Hier, komische Hütte hier. Jetzt guck mal hier schnell nach Fallen. Was ist nun? Ja, nun aber mal, ob es hier irgendwo Fallen gibt. Yep. Dauert nur ein Sekündchen. Verschlossen, okay. Knack, knack, geschlossen. Aua! Aua, das war eine Falle. Aua. Ich hab's doch gewusst, dass da irgendwo eine Falle war. Mist! Mist, hey, die hätte ich entschärfen sollen, hey. Gepäck voll. Minsk, sein Gepäck ist voll. Oh, super, ja, geil. Ja, Rachel, ihr Gepäck ist auch voll. Ja, super geil. Ja, wer hat denn die scheiß Pots hier? Wer hat denn die Pots? Ja, dann kriegst du die, komm. Kriegst den. Kriegst du erstmal die Tränke hier? Unsichtbarkeitstrank. Ja, komm, machen wir so. Na, nicht so. Dann kriegt die halt hier, ja, hier da. Oh, da hätte ich aufpassen müssen. Mann, ich hab doch Fallen geguckt, ey. Das war jetzt unnötig, die Falle aktivierte, echt. Total unnötig, ey, aber egal. Ja, jetzt hat sie wenigstens wieder zwei Slots frei, ey. Habe ich denn nicht irgendwas, was ich... So, ja, dann hauen wir das halt zu links. Das geben wir ihm. Die ganzen Armbrüste geben wir ihm. Und geben wir Amoin halt schnell. Dann kann der nachher eine Cell-Runde machen. Ansonsten habe ich nichts mehr. Okay, ja, passt. Braucht ihr was? Boah, jetzt, bin jetzt schon aber dabei. Aufpassen, ey. Erlittener Schaden 68. Oh, das war übelst. Wörter. Das war ja mal richtig übelst. Minsk wurde aber auch Zeit. Allzeit bereit. Muss ich gleich mal heilen hier. Dann mach ich Komplettheilung. Komm. Komm, dann mach ich einmal 5 Heilungen. Komplettheilung. Ah, komm. Zaubern. Hier, Komplettheilung. Fertig. Aus. Vita Mortis. Alle Trefferpunkte geheilt. Jawohl, ja. Auf euren Bitten. Sprecht frei heraus. Die, wie ihr wollt. Sagt mir nur, was da ich jetzt tun soll. Da ist keine Falle. Also, wenn da jetzt eine Falle ist, dann weiß ich auch nicht. Schon fast erledigt. Das ist keine Falle, aber ein Gold. Du hast super. Ihr könntet mich mal putzen. Ich mag's gerne etwas glänzender. Ach, komm, sei ruhig. Ich werde dich nicht putzen. Geh dich selber putzen. Schwert. Kannst dich selber putzen gehen. So, das haben wir ja hier schon geknackt. Ja, und das war's jetzt. Toll. Aber das war das Haus, ey. Geil. Jeder schießt du die Schlacht. Geil. Macht Platz, Bösewichter. Eiliger Feld auf dem Durchmarsch. Was ist da auf der Karte verzeichnet? Prebeks Haus. Aha, okay. Gilde der Schattendiebe will ich nicht hin. Jan, was? Ray... Ray Getras Haus. Anwesen der Galvarone ist. Ja, dann gehen wir halt schnell da runter. Gehen wir schnell da runter, ja. Mhm, gut, gut. Eigentlich müsste ich doch von denen noch eine Aufgabe hier kriegen. Wenn ich mich nicht täusche, lass mal hingehen schnell. Nehmen wir schnell Yahira. Ich warte auf euren Befehl. Schon erledigt. Hm, ihr habt uns doch Rennfeld zurückgebracht, oder? Seitdem ihr erneut gegrüßt, kann ich irgendetwas für euch tun? Ja, könnt ihr mir sagen, was das für ein Ort ist? Ich müsste einen Blick hineinwerfen, wenn das möglich wäre.
Ihr müsst einen Blick da drin hineinwerfen, wonach und wo genau. Ich habe gehört, dass dieses Gebäude den Hafnern gehört. Ich wollte schon immer mal einen Hafner treffen. Ein Freund von mir ist angeblich in diesem Gebäude. Ich wollte nachsehen, ob er immer noch drin ist. Ich bin der neue Sicherheitsinspekteur für Gebäude. Wir könnten es ja nicht angehen lassen, dass ein Gebäude in Akatla nach dem anderen einstürzt. Das ist einfach nicht sicher. Egal, vergesst es, was ich gesagt habe. Ich mach mal das zweite. Ein Freund? Was für ein Freund? Er ist ein Hafner und das ist das Hauptquartier der Hafner, oder? Es handelt sich um meinen Bruder. Ich glaube, er hat sich wegen einer dummen Wette hineingeschlichen und er ist noch nicht wieder aufgetaucht. Wisst ihr etwas darüber? Nun, eigentlich nicht ein wirklicher Freund. Ich suche nach einem Dieb, der zuletzt hier gesehen wurde. Es ist ein ziemlich hohes Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Dann entschuldigt die Störung. Ich bin schon weg. Ich mach mal das dritte. Tut mir leid, Freund. Ich weiß, dass ihr mir bei der Sache mit Rindfeld geholfen habt. Aber Außenseiter haben in dem Gebäude nichts zu suchen. Ich kann euch nicht helfen. Ich dachte, ihr Hafner helft den Leuten. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und wenn ich mir gewaltsam Einlass verschaffen würde, was würdet ihr dann tun? Vielen Dank, ich gehe dann mal besser. Nein, ich mach mal das zweite. Ah, Hafner, wovon sprecht ihr? Ich sage, dass hier das Hauptquartier der Hafner in dieser Stadt ist. Das stimmt doch, oder? Redet nicht so laut! Das ist doch eigentlich ein Geheimnis. Woher wisst ihr das? Wer hat euch das erzählt? Spielt das wirklich eine Rolle, woher ich das habe? Es ist die Wahrheit. Ich möchte ja nur kurz umschauen. Das soll ein Geheimnis sein? Das wusste ich ja gar nicht. Ich denke, ich werde dann mal einfach gehen und versuche nicht unbedingt jeden, den ich treffe, von diesem Ort zu erzählen. Nein, ich mach mal das erste. Genug! Ihr werdet uns von unserer Herkunft hier verraten. Wenn ihr etwas von unserer Herkunft hier verratet, würde uns das mehr gefährden, als ihr euch vorstellen könnt. Wollt ihr wirklich, dass das Blut der Tapferen und Rechtschaffenen an euren Händen klebt? Die Hafner, tapfer, irgendwie passen diese zwei Wörter wohl nicht zusammen. Wenn man es genau zustimmt, wäre es mir ziemlich egal. Nun dann, sollte es wohl ein geringeres Problem sein, mich hineinzulassen, so dass ich mich mal kurz umsehen kann, oder? Okay, ihr habt uns Rennfeld zurückgebracht, aber deswegen kann ich euch nicht ins Hauptquartier einlassen. Hört mir zu, wenn ihr einen kleinen Auftrag für uns erledigt, dürft ihr euch drinnen kurz umschauen. Abgemacht? Also, was für eine kleine Aufgabe wäre das? Ihr seht so aus, als ob ihr vom Kämpfen versteht. Nördlich von hier befindet sich ein Haus. Es befindet sich in der Nähe des Zentrums des Viertels. Der Besitzer ist ein Magier namens Prebek, der verderbte Experimente durchführt und so Untiere erschafft, die die Stadt bedrohen. Zerstört sie und wir erfüllen euch. Ich erinnere mich an diesen Ort. Kreaturen und zwei Lehrlinge, oder? Ich kann euch versichern, dass sie alle tot sind. Wirklich? Nun, dann habt ihr uns den Gefallen offenbar schon erwiesen. Ihr könnt nach drinnen gehen, aber bleibt im Erdgeschoss. Der erste Stock ist viel zu gefährlich. Jeder, der kein Hafner ist und dorthin geht, würde getötet werden. Wir können euch nicht helfen. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt eintreten, wenn ihr es wünscht. Ja, das Rätsel um Montaron. Also, wir können jetzt das Haus betreten. Wieso kann Yahira nur alleine rein? Ah, doch, geht schon. Bewaffnet, was? Schattendieb. Schattenräuber der Schattendiebe greift mich an. Ja, hier, bam. Kriegscheine Mitte. Okay. Kriegscheine Mitte. Wow, die Drecksau hatte Gift bei sich. Der wollte mich vergiften. Wow. Vergifteter Wurfdolch. Das ist Gegengift. Ah, Gegengift, okay. Ah, Gegengift, alles klar. Ja, das gebe ich doch dann mal meinem Magier. Wo ja, und was gibt's hier sonst noch? Hingeht, schönes. Das Böse ein Schritt sehr großes. Seite. Ein sehr großes Haus, muss ich sagen, mal. Dumpti-dumpti-dumm. Hier läuft ganz coole Mucke. Lalalalala. Ja, komische Zeichen hier an der Wand. Ich erforsche hier erstmal das ganze Haus. Mach Forschi-Schlumpf. Ich bin der Forschi-Schlumpf. Forschi-Schlumpf. Da kommt eine Treppe hoch. Da ist eine Tür.
Ja, ja. Dann nehme ich doch erstmal meine Rachel, die kann nämlich gut hier. Hehe, Klaufuß spielen. Benötigt ihr etwas? Boah, ich habe irgendwas gesoffen. Okay, ich muss ganz kurz laden, denn er hat mir jetzt irgendwie. Ich muss kurz den Autosave laden. Denn ich habe bei F9 irgendwie. Trinkt der Tränke irgendwie automatisch. Ich weiß nicht warum. Wie wär's denn mit jetzt gleich? Ja, die Dienerin der Natur ist bereit. Was ist nun los? Wieso macht er bei F9? Einstellungen, Tastatur. Kurz mal reingehen. Grafik, Sound, Einstellungen. Tasten. Ja, so, ich muss jetzt nochmal rein ins Gebäude. Nochmal alles erforschen. Muss ich den Typ nochmal umhauen, der da jetzt gleich wieder kommt. Ach ja, komm her. Yep. Okay. Lass dich kurz umwäschen. Bettelt ein wenig, dann kann ich. Ja, ja, du hast nichts zu betten, du Stupf. So, zack. Rachel haut dich mit einem Schlag um. Macht einen One-Hit mit dir. Was ist. Ja, aber sicher doch. Mint stürzt dich in mein Schwert. Böse, solange du noch kannst. Sag mir nur, was ich von dir mein. Der Mint wird dir keinen solchen einfachen Tod gönnen. So, ich glaube mal hier wieder das Zeug, das der gehabt hat. Ja, Gegengift, komm hier. Du kriegst die Dolche, Yahira, komm. Hm? Schon verstanden. Mach ich dir schnell im Schnelldurchgang hier. Jeder mit dem Schwert zu leben heißt gut und lang zu leben. Dauert nur ein Sekündchen. Auf euren Befehl hin werde ich vorrücken. Du gehst da hoch. Waffnet. Minz geht darüber. Trete zur Seite. Hier kommt die Gerechtigkeit. So, du machst das hier platt. So, das ist okay. Mhm. Ich würde niemals einen Befehl verweigern. Ich warte auf euren Befehl, aber gerne. Yahira, du kannst da hingehen. Zeig dir mit Höchstgeschwindigkeit, Kamerad. So, hier, das macht Amon schnell frei. Hier. Ja, komm. Komm. Auf, mach. Mach jetzt. Gut. So, ich schreibe. Braucht ihr was? So, du suchst mal schnell nach Fang. Ja, schon unterwegs. Yahira, du bleibst mal hier in der Ecke. Siehst du die Schlachtbo? Ja, Hexer, meinst du? Wo bin ich? Wo ist Daniel the Dirty? Sag hier mir ist Daniel am Start. Der Daniel ist am Start. So, machen wir die Tür auf. Quick safen. Immer mal quick safen zu Sicherheit. So, kurz nach Fallen suchen. Kein Bock. Genau wie ich's mir dachte. Nochmal eine Falle zu trappen, wie gerade eben, hä? Kiste. Die entdeckt wohl keine Fallen, oder? Sie sucht nach Fallen, schon aber findet fast keine. Erledigt. Okay, oh, zwei Heiltränke. Ja, geil. Richtig fette Tränke hier. Ja, die großen Tränke, die brauche ich nämlich immer. Die braucht Rachel, hat drei. Dann kriegt einen links. Minsk und einen kriegt Rachel. So, klack, klack, habe ich vier große Tränke. Yep. Okay. Jetzt muss ich wieder nach Fallen suchen. Ja. Muss ich wieder nach Fallen suchen. Vorwärts. Ja, dann gehst du mal da rein. Ah, da ist eine Falle, okay. Jetzt habe ich eine Falle entdeckt. Braucht ihr was? Okay. Aber klar doch. Hier ist ein Bücher drin, okay, hier ist nichts Wichtiges. Dann entschärfe ich mal hier die Falle kurz. Zack. Ja, und auch noch verschlossen. So, knack mal das Schloss noch. Ja, ein Helm. Cool, ein Helm. Cool. Coole Sache. Helm zur Schutz vor Bezauberung. Schützt vor kritischen Träger. Träger ist immun gegen Verzauberung. Ja, das ist ja mal nice. Netter Helm. Wer kann denn den tragen? Ich bin bereit. Sagt ja, mir nur, was denn ihr meint. Ja, Rachel kann ihn leider nicht tragen, weil die Kensa ist. Heilige Krieger dürfen keine Rüstungen tragen. Keine Helme und keine Rüstungen tragen. Wie ein Mönch ungefähr. Ja, den könnte ich ja hier geben oder ich könnte einen Amon geben. Schützt den Träger vor gegen kritischen Treffer. Ja, komm, dann kriegt den Amon mal. Dann ist er immun gegen Bezauberung. Oder dieses blöde Zauberschild und den Helm kann er ablegen. Ja, hier hat er, denke ich mal, Infravisionshelm an. Ja, gell? Ja, genau. Das haben wir halt gedacht. Wo ist jetzt der Helm? Der andere? Den hat jetzt Yahira. Ja gut, dann kann ich Yahira behalten. Wo ist meine Ratschal? Hm? Wo ist sie? Schon verstanden. Ratschal, komm, weiter, 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 weiter. Auf geht's, auf geht's. Schnell, 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 zack, zack, hier.
Weitersuchen. Nach Fallen suchen. Hier, was gibt's hier? Hat aufgehört, nach Fallen zu suchen. Ja, komm. Da gibt's noch einen Trank und einen Zauberspruch. Ja, schön. Nice, nice. Genau so will ich sehen. Ja, jetzt. Oh, okay, dann machen wir das halt so. Wurde aber auch Zeit. Hätte ich auch gemacht. Hätte ich auch gemacht. Wirklich, Yahira. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das auch Sprecht gemacht frei heraus. Ja, komm, Inventar aufmachen. Zack, hier. Oh, ey, kein Platz mehr. Konzentrationstrank. Intelligenz plus 3. Ja, die Konzentrationstränke, die gebe ich mal meinem Magier. Zur Sicherheit. Ja, und die Zaubersprüche. Ich habe bald keinen Platz mehr, Alter. Alter, ich habe bald keinen Platz mehr. Hey, es ist so ätzend, wenn man nur 5 Charaktere hat. Scheiß Keule hier, hey. Hier kommt, das kriegt dann Minsk. Kann ja hier die Zaubersprüche nehmen.